Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Willy Brandt, Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer, so heißt unsere Wanderausstellung, die durch Deutschland tourt. In 8 Folgen beleuchten wir die Schwerpunkte dieser Ausstellung. Folge 1: Nazi-Gegner und Widerstandskämpfer. Schon als Jugendlicher ist Willy Brandt ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Als Hitler und die NSDAP 1933 an die Macht kommen, geht der 19-jährige Lübecker nach Norwegen. Im Exil setzt Brandt seinen Widerstand gegen das NS-Regime und für ein anderes, demokratisches Deutschland fort. Er unterstützt die Untergrundarbeit seiner im sogenannten Dritten Reich gebliebenen Parteifreunde. Zudem knüpft Brandt in den 1930er Jahren auf vielen Reisen internationale Kontakte, um ein antifaschistisches Netzwerk aufzubauen. Wegen dieser Aktivitäten entziehen ihm die Nazis 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft. Als Hitlers Wehrmacht 1940 Norwegen überfällt, muss Brandt erneut fliehen. Er geht nach Schweden und erhält dort einen norwegischen Pass. Als Publizist und in einem internationalen Kreis demokratischer Sozialisten kämpft Brandt politisch für die Befreiung Deutschlands, Norwegens und Europas von der NS-Gewaltherrschaft. Wir hören nun einen Ausschnitt aus einem 1988 ausgestrahlten Interview des ZDF mit Willy Brandt, in dem er auf seine Zeit im Exil zurückblickt. Ich kannte Skandinavien schon ein bisschen, habe mich dort leicht zurechtgefunden. Das war ja der Vorteil, wenn man so jung rauskam. Man konnte rasch anfangen zu schreiben. Also ich habe mein Leben im Wesentlichen von den ersten Monaten an materiell dadurch regeln können, dass ich geschrieben habe. Und habe eine Menge gelernt eben von dieser Zeit an, als ich 20 war, von der skandinavischen Sozialdemokratie, die nun genau das machte, was in Deutschland nicht hatte gemacht werden können, eine aktive Krisenpolitik, eine Politik, die auf Überwindung der Arbeitslosigkeit aus war, eine, die sich dort auf alte, starke demokratische Traditionen stützen konnte. Dieser Stützpunkt, den ich mir in Oslo aufgebaut hatte, der macht es mir auch möglich, dass ich sonst einen Teil von Europa sah. Ich war in der Zeit bis zum Krieg 7-8 Mal in Frankreich, ich war in Benelux-Ländern, ich war einige Monate in Spanien, in der Tschechoslowakei, war auch mal einige Monate illegal, wie wir es nannten, in Berlin. Illegal ist ja an sich schon ein Quatsch, nicht? Denn wir waren ja diejenigen, die Gesetzlichkeit vertraten. Nehmen wir mal das Jahr 36. Ich hatte einen fabelhaften, allerdings nicht ganz richtigen norwegischen Pass. Der war so gut, dass er der Gestapo gegenüber den französischen Behörden, den spanischen, den englischen gegenüber gut genug war. Das war halt ein gefälschter Pass. So was musste man manchmal machen, um leichter zu Rande zu kommen. Aber ich bin auch mit meinen richtigen norwegischen Papieren in Frankreich immer gut zu Rande gekommen. Man hatte Freunde, man wohnte bei Freunden oder man wohnte in einem kleinen, billigen Hotel. Man lebte bescheiden. Aber gehungert habe ich auch nicht, oder kaum, sehr bescheiden gelebt, zuweilen. Gehasst und geliebt. Im Nachkriegsdeutschland sind Willy Brandts nicht-eheliche Geburt und seine Jahre im skandinavischen Exil immer wieder Anlass für Verleumdungen. Seine Aktivitäten im Ausland erscheinen seinen politischen Gegnern und auch vielen Landsleuten verdächtig. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen hat im sogenannten Dritten Reich mitgemacht und keinen Widerstand gegen das Nazi-Regime geleistet. In diesem Klima verbreiten sich Gerüchte und Halbwahrheiten schnell. Brandt habe angeblich auf Deutsche geschossen, seine Identität verschleiert und Verrat an der Nation geübt. Selbst von ihm angestrengte Gerichtsprozesse können diese üblen Nachreden nicht verhindern. Das Ausland reagiert ganz anders. Einem deutschen Politiker, der gegen Hitler gekämpft hat,
wird viel Vertrauen geschenkt. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.